So, ich habe die Snapper gefunden und jetzt geht's ihnen an den Kragen. Nein, da trifft er wieder nicht. Okay. Ah, hey, ich habe noch nie gesehen, dass er so gestorben ist. Das war nicht so gut. Das kann man besser machen. So, ich guck mal gerade, ob ich hier nicht irgendwelche Spruchrollen habe, die ganz cool sind und die mal ein bisschen. Wo ist denn die her? Uh-huh. Großer Feuerball. Ja, kostet ein bisschen viel Mana. Was haben wir hier noch? Kleiner Feuersturm. Tote vernichten. Skelett erschaffen. Das wäre doch mal was. Wolf rufen. Komm, ich rufe mal ein Skelett zur Verstärkung. Rums, rums, rums. So, mal gucken, ob es jetzt besser hinhaut. Was? So, komm, das kriegst du fertig. Aha. Nichts zu holen. Gutes Skelett. Stirb Skelett. Ah, da war doch noch was. Nichts zu holen. Nicht zu holen. So, gucken, ob die noch irgendwas. Oh. Paar Bergkristalle. Pilze. Kann ich drauf verzichten. Ja, noch was Interessantes. Nur ein Abgrund. Okay. Dann hätten wir das geschafft. Ja, so ein Rudelsnapper kann einem schon ganz schön den Arsch aufreißen. Zack. Na, fahr jetzt. Oder Hey, fahr du. jetzt. Wie ist, du willst du erledige die. Haben wir noch irgendwo welche? Hab ich was verpasst? Habt ihr alle abgemurkst, oder? Ich dachte, das wären die letzten. What the fuck? Okay. Dann machen wir das gerade auch noch. Vorher trichtern wir uns noch ein bisschen was ein. Zack. Jaha. Da ist nichts zu holen. So, das waren jetzt aber alle, oder? Ein neuer Spawn kann ja keiner ahnen. Eine Truhe. Aha. Die Snapper sind erledigt. Gute Arbeit. Mit all den anderen Viechern da draußen werden wir wohl fertig. Jut. Sagt mir, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Richte Garand aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Das ist allerdings mau. Durch die ständigen Angriffe habe ich bereits zu viele Verluste hinnehmen müssen. Wenn mir Garond mehr Männer schicken kann, dann können wir auch mehr Erz fördern. Verstehe. Ich sag ihm Bescheid. Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Okidoki. Damit hätten wir jetzt alle. Und ich kann mich jetzt mal zurück in die Burg teleportieren. Habe ich alle? Fleisch. Müsste ich. Ja, komm. Ab in die Burg.
Ab zu Garant. Boing, boing. Ich weiß also nicht mehr, was ich glauben soll. So. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Meine Meinung kennst du ja schon. Ah. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Dass das alles ist. Seine Leute haben zwei Kisten mit Erz gefördert. So, zwei Kisten? Ich brauche aber keine zwei Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Tja. Wegen Silvestres Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Inos sich ihrer Seelen annehmen. Das will doch keiner wissen. Ich habe Markus getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? Vier Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur vier Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön. Ich werde ihm zwei Leute schicken. Verdammt. Was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Naja, fast. Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee. Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Ich hab's ja immer gesagt. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz. Und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir. Und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Inos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Mach das mal. Gut, damit hätten wir jetzt eigentlich alles erledigt hier. Ich könnte jetzt wieder zurück zu Lord Hagen, raus aus dem Minental. Das werde ich wohl auch tun. Früher oder später. Erstmal renne ich jetzt da runter, weil jetzt habe ich wirklich genügend Lernpunkte und jetzt kann ich mich mal ein bisschen in Stärke trainieren lassen. So, Brutus. Ich hab was für dich. Ausgezeichnet. Wenn du willst, kann ich dich trainieren. Mach das mal. Ich will stärker werden. Oh Gott. Ja, komm, nützt ja nix. So. Jetzt können wir das nicht anlegen, das auch nicht, sondern das hier. Stärke habe ich denn jetzt? 29. Noch 10 Lernpunkte. Na, ich gehe jetzt mal zu dem Schmiedemeister da oben und guck mal, ich hab da meine eigene Meinung, wie das Schwert so ist, was ich da schmieden kann, was er mir da anbietet. Ja, so ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Was ist? Der Kerl ist mal wieder am Knacken. Tolle Wurst. Ich hab was anderes gehört. So, bevor wir das machen. Spejon. Komm, steh auf. Zeig mir, wie ich ein gutes Schwert schmiede. Achte darauf, dass der Stahl rundum gleichmäßig glüht. Damit du nachher eine gleichmäßige. Wenn du dich daran hältst, kannst du schärfere und härter. Das ist alles, was du wissen musst. Wenn du hier in der Burg. Hab ich noch ein bisschen Stahl. Rohstahl irgendwo im Inventar habe ich genau einen. Jetzt, dann wollen wir mal. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ah, Türen, ah. Ich
hab mir das schon gedacht. Wollen wir mal gucken, ob das was gebracht hat. Erzlangschwert. Ich habe auch kein Erz. Das war doch schon vorher klar. Wo kriege ich denn Erz her? Ich weiß, wo es einen Brocken Erz gibt, aber... Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Fange ich mit diesem Wissen jetzt wirklich was an? Nein. Die 5 Lernpunkte kann ich besser verwerten. Aber wir machen jetzt mal einen kleinen Schnitt.